Guten Morgen aus Flensburg. Es ist 5:30. Ich werde jetzt gleich hier mein Zelt abbrechen, beziehungsweise Bulli, und Richtung Schleswig weiterfahren, weil da so ein paar Punkte sind, die ich mir anschauen möchte. Wollte euch aber noch hier zu Flensburg sagen, dass das eine echt klasse Stadt ist. Man muss auch mal in die zweite und dritte Reihe fahren, auch mal hinten den Berg hoch in Richtung Dänemark, sage ich mal, wo die ganzen Kirchen sind und ja, die Wohngebiete an sich von Flensburg ist durchaus auch sehenswert, die ganzen Gassen und Straßen. Das Fazit hier für Flensburg ist, dass es sich definitiv lohnt. Egal ob Innenstadt oder Umland, Richtung Glücksburg da hinten raus. Also ganz tolle Ecken. Naja, genug geschwafelt. Es ist ein bisschen diesig, aber es ist warm. Das ist ja auch schon was. Und deswegen werde ich jetzt meine 1, 2, 3 Kaffee trinken, ein bisschen was essen und dann loslegen. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns in Schleswig. So, wie vorhin versprochen, bin ich jetzt in Schleswig. Es ist noch recht diesig, wie ihr vielleicht so auch ganz gut erkennen könnt. Und ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen umschauen und auch zu diesem historischen Fischerdorf weiterfahren. Ich würde sagen, mit dieser Seitenstraße hier fange ich an. Schön durchgeschüttelt auf dem Kopfsteinpflaster. Aber diese kleinen Häuser hier haben halt immer einen besonderen Charme und da kann ich einfach nicht dran vorbeifahren. Das ist die Süderdomstraße. Meine Güte, wackelt das. Ich hoffe, der Bildstabilisator kriegt das alles ausgebügelt. Und dass man überhaupt was erkennt, weil die Sonne blendet gerade durch den Nebel. Und das ist auf dem Display immer schwer zu deuten, wie gut oder schlecht das dann nachher wirklich aussieht. Pastorenstraße, das hört sich auch gut an. Ja. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite die Kirche. Wo jetzt aber auch nicht so viel von hier aus zu erkennen ist. Gleich nochmal von der anderen Hälfte versuchen. Wenn nicht, mache ich da mal ein Foto von. Das geht ja immer. Ach, und hier weiter diese kleinen schnuckligen Häuser. Durch die Gassen. Das ist übrigens ein Tipp von einer Freundin gewesen, dass ich hier mal hinfahren sollte. Danke, Susi. Hat sich jetzt schon gelohnt. Und das wird bestimmt noch besser. Das alte Marienhospital hier, 1790. Hier ist schön die alte Apotheke zu sehen, wo jetzt auch ein Café und so eine Keramikstube drin ist. Der Brunnen hier im Vordergrund und sowas wie ein kleiner Marktplatz. Jetzt wollte ich gerade schon weiterfahren, aber hier zwischen der Apotheke und dem Friseur hat man einen herrlichen Blick zu dieser Kirche rüber, die oben noch so leicht im Nebel ist. So, jetzt erstmal die klassische Aufnahme. Was gehört zu einem Fischerdorf? Ein schöner Hafen. Und jetzt mit dem Nebel hier auf dem Wasser. Man hört die Möwen kreischen. Dort Blick auf dieses Fischerörtchen Holm. Ist das nicht friedlich? Hier fährt man auch wieder so schön längs an den ganzen Booten. Der Blick auf Schleswig mit der Boje. Ja, und das sieht schwer nach Hausboot aus.
schön gemacht. Und direkt am Ende des Hafens hier gelegen noch der Wohnmobilstellplatz, direkt am Wasser. Tolle Lage, ein bisschen eng finde ich's, aber ich denke mal, wenn man in der ersten Reihe steht, entschädigt das mit der Aussicht schon dafür, dass es ein bisschen enger ist. Und hier geht es jetzt direkt rein in den Stadtteil Schleswig-Holm. Gleich am Anfang hier das Holm-Museum. Dann hier die Häuser 1712. Hier vor mir ein Friedhof mit Kapelle, ein Ehrenmal für die gefallenen Soldaten. Mitten in der Stadt hat man auch sehr selten. Ich bin jetzt gerade mal so ein Stück hier auf dem Fußweg. Da holpert das nicht so, dann werden die Aufnahmen vielleicht ein bisschen gescheiter. Und hier an dem Friedhof kann man im Grunde eine so eine Runde drehen, im Kreis. Deswegen lasse ich die Kamera jetzt gerade mal laufen und mache mal ein bisschen flotter. Da, wo es nicht holpert. Ach ja, hier steht ein Auto, jetzt muss ich aufs Holpern. Einmal jetzt so einen Eindruck, wie es hier rundum aussieht. Bis zu diesem schönen kleinen Café wieder. Und so kommt man hier von einer Gasse in die nächste. Und wie ich immer so schön sage, traut euch in die Gassen. Irgendwo führen sie euch hin. Und zwar hier in so einem kleinen Privathafen, würde ich mal sagen, mit Mini-Strand. Und hier vorne steht ein Schild, I love tourists. Und darunter, dass hier Krokodile gibt. Das ist wieder so ein Moment, wo man eigentlich gar nichts sagen muss. Hört euch das mal an. Herrlich. Und schaut euch das Kopfsteinpflaster an. Nicht ganz so herrlich. Ich bin jetzt am St. Johanneskloster angekommen und da ist wieder so eine kurze Beschreibung. Das ehemalige Benediktinerkloster St. Johannes auf dem Holm gilt als der besterhaltene mittelalterliche Klosterkomplex Schleswig-Holstein. Es entstand vermutlich zwischen 1200 und 1230 am Ort einer in Tuff errichteten eintürmigen geplanten Pfarrkirche. Seit der Reformation dient das Kloster als adliges Damenstift, in dem die unverheirateten Töchter des schleswig-holsteinigen Adels ein lebenlanges Wohnrecht besitzen. Das ist ja mal eine klasse Sache. Im Grunde eine Singlebörse. Mal nur ein kleiner Scherz. Aber wenn die Herren früher gewusst hätten, dass hier nur alleinstehende Frauen sind, wer weiß. Ist ja jetzt auch nicht bekannt, in welchem heiratsfähigen Alter die Leute waren, die hier hingekommen sind. Naja, anderes Thema. Hier geht es rein zu einem Bibelgarten. Da sind die einzelnen Pflanzecken
an Bibeltexte wohl angelehnt. Soweit ich das da vorne jetzt an der Beschreibung deuten konnte. Ich bin da nicht so ganz religionsfest. Es ist sowieso alles hier sehr schön bepflanzt. Gerade mit den Rosen, auch in dem Ort selber habt ihr ja gerade gesehen. Die wachsen hier wirklich an allen Häusern. Sieht toll aus. Und da vorne geht es zum Rentnerparkplatz. Da bin ich jetzt ja mal überrascht, was es da wohl gibt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Rentnerparkplatz. Entschuldigt. Ich hatte Rentner gelesen. So ist das, wenn man so früh unterwegs ist und es abends doch sehr spät war. Ich hatte gestern Abend das Glück, da mit drei anderen Pärchen zu sitzen, und wir haben bis heute Morgen um, ich glaube, 12:30, kurz vor 1 da geklönt und ein Weinchen getrunken. War sehr unterhaltsam, weil das auch alles Reisende sind, die sehr viel unterwegs sind, teilweise schon im Rentenalter, daher auch möglich. Und so ein Austausch ist immer was Feines. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dann mit 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf dann solche Fehler vorkommen wie Rentner oder Rentner. Hier nochmal ein schöner Blick auf die Rückseite des ganzen Gebäudes. Nach dem Kloster kommt hier noch so eine Liegewiese mit ungesichertem Naturstrand, wo das Betreten auf eigene Gefahr geschieht. Und danach wird es dann deutlich moderner. Also, erstmal zurück. Wie ihr gut sehen könnt, denke ich, die Kirche ist raus aus dem Nebel, die Sonne ist da. Und das schon um 8:15. Herrlich. Jetzt geht es durch so eine kleine Parkanlage hier Richtung Museumsinsel. Und was mit Schloss stand da? Und da kann ich natürlich nicht widerstehen. Hier nochmal so eine Skateranlage am Rand. Auf der gegenüberliegenden Seite sind so Holzstege, die da durchs Unterholz führen. Darunter war es sehr morastig, würde ich es mal nennen. Ein Stück weiter da hinten ist ein kleiner Sandstrand. Moin! Und hier lang durchgezogen ist auch so eine Wasserader. Eine Minigolfanlage auf der anderen Seite. Rosenbeete und alles frei zugänglich. Echt eine tolle Ecke hier. Wie gesagt, der schöne Norden. Und hier kommt man wieder in so einen kleinen Hafen. Schleswig Rock Club steht da. Und dann geht es hier weiter Richtung Schleischschifffahrt, Museumsinsel und Schloss Gottorf. Schaut euch mal diese Wasserspiegelungen hier an. Ich denke mal, dass da hinten ist die Museumsinsel mit dem Schloss. Aber man darf auch die Landseite nicht vernachlässigen, weil da auch wieder die eine oder andere schöne Kirche zwischensteht. Also man muss echt Augen auf und durch. Und hier ist die Zufahrt zum Schloss. Schon mal so einen kleinen Blick hier zur Seite. Zu den Nebengebäuden. Das sieht ja recht pompös aus. Lassen wir uns mal überraschen. Hm? Das nenne ich mal ein Gelände. Mache gerade mal erst so einen Schwenk nur hier.
um dann direkt hier auf das Schloss zuzufahren. Ich werde jetzt mal anhalten, weil das sonst wieder zu sehr wackelt. So sieht's ohne Wackeln aus. Riesentrümmer. Hier geht es jetzt noch weiter Richtung Reitstall, Globushaus, also mehrere Sachen. Echt riesige Anlage. Aber überzeugt euch selbst. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang fahren soll. Auf der Seite ist eine Galerie der klassischen Moderne drin, eine Sammlung des Landesmuseums. Hier die Skulptur finde ich irgendwie besonders schräg und gut. Hier geht's weiter Richtung Schlossgärten. Und in diese Richtung geht's jetzt Richtung Globushaus und Barockgarten. Getrennt wird das Ganze natürlich wieder durch so einen Wasserlauf. Und dann geht's in so eine Allee. Ja, hier so zum Ende der Allee fährt man direkt auf so einen Brunnen zu. Schön mit den Stufen. Sieht aus wie der Eingang zu so einem Bäderhaus. Unheimlich beeindruckend. Und hier auf der Seite eine Riesenskulptur in dem Teich, die auch Brunnenfunktion hat, sehe ich gerade. Aber das wird man gleich von der vorderen Seite besser sehen. Und das müsste das Globushaus dann sein, wo oben in diesem Glas schon ein Globus zu sehen ist. Da stand gerade ein Schild, dass man erst hier oben hin muss. Da gibt es wohl einen Eingangsbereich, dass man da reinkommt. Aber es gibt schlimmere Wege, wo man herfahren kann, oder? Was denkt ihr? Hier mal nur ein kleiner Blick so aufs Gelände, weil die öffnen erst in etwas über einer Stunde. Und so lange werde ich nicht warten. Manchmal muss man auch Glück haben im Leben. Hier war gerade eine Dame, die schon mal aufgeschlossen hat, obwohl noch gar nicht offen ist. Deswegen kann ich jetzt doch ein bisschen hier durch den Garten schleichen und habe dann gleich auch einen richtig schönen Blick auf diese Riesenskulptur dort. Hier sind auch überall so kleine Schilder. Da kann man sich wohl so ein Audioguide leihen und dann hier durchlaufen. Brauche ich aber nicht. Denke ich, weil mich interessieren ja eher so die optischen Eindrücke und nicht immer alles Geschichtliche. Aber hier, das sieht aus, als wenn der gute Mann da den Drachen vernichten wollte. Und hier einmal der Blick auf den Globus da oben im Gebäude. Und nochmal so ein kleiner Schwenk über die bepflanzten Bereiche hier. Und jetzt geht's weiter. Zurück geht's wieder am Schloss entlang, wie ihr sehen könnt, und zwar diesmal auf der Seite. Hier schön zu sehen, wie das Ganze eingepackt ist und renoviert oder saniert wird. Und nach vorne fährt man auf so ein weiteres Herrenhaus. Dieser moderne Pavillon sieht zwar toll aus, aber so richtig hinpassen tut er hier irgendwie nicht, finde ich. Naja, wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, kommen hier jetzt einige Autos mittlerweile. Alle wach am Sonntag.
und wollen jetzt auch noch mal was sehen. Und ich bin schon fast durch mit der ersten Tour hier. Und werde dann, so wie dieser junge Mann, ein bisschen später mich irgendwo hinfläzen, essen, trinken, lesen und abspannen. Wisst ihr was? Mit diesem Video war es das erstmal. Ich habe jetzt hier so ziemlich alles gesehen, was ich erstmal sehen wollte. Und denke, dass ich jetzt das Video mal beende. Ist ein bisschen kürzer als die letzten, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlimm. Hier hat man noch mal so einen schönen Blick übers Wasser Richtung Kirche. Es ist viel eingerüstet hier und wird saniert. Aber auch ein schönes Fleckchen Erde, so wie der Rest, den ich die letzten Tage gesehen habe, beziehungsweise eh immer dann wochenweise. Deswegen ist es nicht so dramatisch, dass das diesmal ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus.